Wie wurde Dumbledore eigentlich zum Besitzer des Elderstabs? Das und vieles mehr jetzt in diesem Video. In diesem Video werden wir über Dumbledore, Grindelwald, Draco Malfoy, Voldemort, Harry Potter und den Besitz des Elderstabs sprechen. Ich denke mal, dass du bereits weißt, was der Elderstab ist und wofür er genutzt wurde. Aber nur für den Fall hier nochmal eine kurze Einführung in den Elderstab. Der Elderstab war der erste Zauberstab, der vom Tod selbst erschaffen wurde. Und man sagt, er sei der mächtigste Zauberstab, den es je gab. Der Elderstab ist aus Elderholz gefertigt und sein Kern ist das Schwanzhaar eines Testrals. Er ist 15 Zoll lang und hat über seine gesamte Länge Schnitzereien, die an den Baum erinnern. Mit dem Elderstab können Hexen und Zauberer mühelos sehr mächtige Magie erzeugen, von der andere nur träumen können. Der Besitz des Zauberstabs bedeutete auch, dass man Magie erzeugen konnte, die sonst nicht möglich war, darunter auch das Reparieren anderer Zauberstäbe, die normalerweise nicht durch Magie repariert werden können. Der Elderstab ist wahnsinnig mächtig, besonders in den Händen einer ebenso mächtigen Hexe oder Zauberers. In den Harry Potter Büchern und Filmen sehen wir, wie der Elderstab bei zahlreichen Gelegenheiten den Besitzer wechselt, aber es scheinen immer noch Missverständnisse darüber im Umlauf zu sein, wie der Besitzer des Zauberstabs eigentlich erworben oder übertragen wird. Ohne zu weit in die Vergangenheit zu gehen, gehörte der Zauberstab den folgenden Besitzern: Myko Grigorowitsch, dann Gellert Grindelwald, dann Albus Dumbledore, dann Draco Malfoy und schließlich Harry Potter. Es wird angenommen, dass der Zauberstab sowohl Snape als auch Voldemort gehörte, aber das war nie der Fall. Sie hatten den Zauberstab zwar in ihrem Besitz, aber sie waren nicht der wahre Besitzer. Der Zauberstab hatte sie nicht ausgewählt. Wenn also der Erwerb und der Besitz des Zauberstabs nicht notwendigerweise bedeuten, dass der Elderstab dir gehört, wie kannst du dann behaupten, dass er dir gehört? Wie wählt der Zauberstab dich? Schauen wir uns zunächst an, wie der Zauberstab von jedem der oben genannten erworben wurde. Wir wissen nicht genau, wie Myko Grigorowitsch den Zauberstab erhalten hat, aber wir wissen, dass Grindelwald der Besitzer wurde, indem er ihn ihm gestohlen hat. Später besiegt Dumbledore Grindelwald in einem Duell und wird selbst der rechtmäßige Besitzer des Zauberstabs. Viele, viele Jahre später entwaffnete Draco Malfoy Dumbledore und wird der neue Besitzer. Dann taucht Harry Potter auf und entwaffnet Draco auf dem Landsitz der Malfoys und schnappt sich den Zauberstab. Harry Potter hat den Zauberstab nur für kurze Zeit in seinem Besitz, bevor er ihn wegwirft. Wir sehen hier also, dass der Zauberstab auf verschiedene Weise in den Besitz der Menschen übergeht. Früher dachte man, vor allem Voldemort, dass der Besitz des Zauberstabs nur durch Mord erlangt werden kann. All das oben Gesagte widerspricht dem. Und das war einer von Voldemorts fatalen Fehlern in seinem Kampf gegen Harry. Nur weil er den Zauberstab in seinem Besitz hatte, bedeutet das nicht, dass er ihm die Treue hielt. Es bedeutete die Treue zu Harry. Viele glaubten, dass Grindelwald den älteren Zauberstab von Grigorowitsch gestohlen hat, anstatt ihn zu töten, und dass er deshalb nie der wahre Besitzer war. Das würde bedeuten, dass auch Dumbledore, der den Zauberstab nach dem Sieg über Grindelwald erhielt, nicht der wahre Besitzer war. Das passt aber überhaupt nicht in die Geschichte, denn es würde bedeuten, dass nach Grigorowitsch niemand mehr der wahre Besitzer des Zauberstabs war. Deshalb macht der Gedanke, dass man morden muss, um ihn zu bekommen, absolut keinen Sinn. Die Niederlage ist nicht auf den Tod beschränkt, was bedeutet, dass man den Besitz erlangen kann, indem man den derzeitigen Besitzer einfach überwältigt. J.K. Rowling erläuterte in einem Interview, wie der Elderstab den Besitzer bestimmt. Der Elderstab ist einfach der unbarmherzigste aller Zauberstäbe, da er nur auf die Stärke Rücksicht nimmt. Man würde von seinem Zauberstab ein gewisses Maß an Loyalität erwarten, selbst wenn man entwaffnet wurde, während man ihn trug. Selbst wenn man einen Kampf verlor, während man ihn trug, hat er eine Affinität zu einem entwickelt, die er nicht so leicht aufgeben wird. Wenn jedoch ein Zauberstab gewonnen wird, und zwar in einem richtigen Duell mit einem Erwachsenen, dann kann ein Zauberstab die Loyalität wechseln. Der Elderstab kennt jedoch keine Loyalität, außer die Stärke. Er ist völlig unsentimental. Er wird nur dorthin gehen, wo die Macht ist. Wenn du also gewinnst, dann hast du den Zauberstab gewonnen. Du brauchst nicht damit zu töten. Aber fast unvermeidlich zieht der Zauberer an, die bereit sind zu töten und die töten werden. Und er zieht auch Zauberer wie Voldemort an, die Mordbereitschaft mit Stärke verwechseln. Denn es ist schließlich der Zauberstab des Todes. Und dem Tode kommt es nur zugute, wenn Morde begangen werden.
Das war's auch wieder mit diesem Video. Ich hoffe, es hat dir gefallen. Und wenn es das hat, würde ich mich sehr über einen Daumen nach oben und ein Abo freuen. Wenn du Fragen oder Anmerkungen hast, lass es mich bitte gerne in den Kommentaren wissen. Bis dahin, bis zum nächsten Mal bei Harry Potter Wissen.